Unüberhörbar kamen rund 1000 Flüchtlinge am Dienstag ans Millerntor und feierten mit Fans und Anwohnern eine riesengroße Party. Der ganze Verein, die ganze Mannschaft stehen alle definitiv dahinter. Ich finde es toll, wenn man sieht, wie die sich hier freuen. Die haben, glaube ich, eine nicht so leichte Zeit hinter sich. Und wenn man es schafft, mit so einer, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit, denen irgendwie für 3-4 Stunden am Tag eine Freude zu bereiten, vielleicht gibt es nichts Schöneres als Verein und als Mannschaft. Und die Deutschen sind die Besten. Sie sind sehr freundlich, sie lieben Flüchtlinge und respektieren sie. Ich bin so glücklich. Ich mag das Spiel und ich mag Deutschland. Der Ausflug zum Fußballspiel war für die leidgeprüften Menschen aus der Erstaufnahmeeinrichtung Schnackenburg Allee eine willkommene Abwechslung. 30 Kinder aus den Hamburger Messehallen machten große Augen, als sie sogar mit den Fußballstars einlaufen durften und stürmisch gefeiert wurden. Ich musste tatsächlich einmal schlucken, als wir mit den Kindern eingelaufen sind. Man hat so die kleinen Füßchen gesehen und alle ein bisschen schüchtern, aber alle erfreut. Und in meinem Kopf war dann die Frage, ja, was haben die denn überhaupt durchgemacht in den letzten Tagen und Wochen? Und das war schon ein Moment, wo ich mir dachte, okay, schön, dass wir denen eine Kleinigkeit geben können. Schön, dass sie überhaupt in Deutschland sind, dass sie sicher angekommen sind, damit sie sich jetzt hoffentlich auf die Zukunft fokussieren können. Das Testspiel zwischen St. Pauli und Borussia Dortmund war an diesem Tag nebensächlich. Der Kiezclub will dazu beitragen, eine Willkommenskultur für die nach Deutschland geflüchteten Menschen zu schaffen. Vor allem St. Pauli-Trainer Ewald Lien fand deutliche Worte. Wenn ich solche Kinder sehe und dann mir vorstelle, dass es hier Menschen in Deutschland gibt, die rechtsextremes Gedankengut vertreten, die Asylunterkünfte anzünden, die mit welchen kranken Gedanken auch immer solche Menschen ablehnen, weil sie keine Ahnung, was sie glauben, was ihnen weggenommen wird, das ist für mich desaströs. Und diesem müssen wir richtig was entgegensetzen. Und dazu gehört allerdings auch, leider Gottes, nicht nur die Betreuung dieser Menschen und die Hilfe für diese Menschen, sondern leider Gottes auch, dass wir sie vor den Angriffen dieser für mich, das sind das Geisteskranke, anders kann ich sie nicht bezeichnen. Die haben hier in unserem Gemeinwesen nichts verloren und da fehlt mir jegliches Verständnis für. Eine Aktion mit Symbolcharakter. Der FC St. Pauli hat mal wieder bewiesen, dass er der etwas andere Verein ist.